Ja, das ist eine sehr interessante Frage, weil es wird sehr häufig von Anwendern der Schüsslersalze gesprochen, dass die Schüsslersalze feinstofflich seien und man dann dem Körper trotzdem noch grobstoffliche Schüsslersalze geben muss, damit dann der Körper mit Hilfe der Schüsslersalze diese grobstofflichen Mineralstoffe dann erschließen kann, die man dann in Nahrungsergänzungsmitteln gibt. Und dieses Denkmodell, ich bezeichne es als Denkmodell, wird von vielen so weitergedacht und sie glauben so, dass das tatsächlich so wirkt. Aber es ist so, wenn ich Mineralstoffe in groberer Form zu mir nehme und die gelangen in den Körper, dann ist es so, dass diese Mineralstoffe im Körper ja gar nicht zerkleinert werden können. Diese groberen Mineralstoffe, die sind nicht unbedingt zellgängig. Und sie müssen in die Zellen hineinkommen. Und in unserem Körper gibt es nichts, was also Mineralstoffe zerkleinern könnte, außerhalb der Zellen, also extrazellulär, also im Zwischenzellbereich. Außerhalb der Zellen gibt es keine Mechanismen, die also die Mineralstoffe zerkleinern können. Und da frage ich mich, welchen Sinn das macht, diese groberen Mineralstoffpräparate einzunehmen, wenn der Körper damit gar nichts machen kann, außer dass er mit den Körperflüssigkeiten und mit den Körpersäuren da ein bisschen was machen kann. Aber wir müssen eins bedenken, unsere Körperzellen sind ja winzig klein. Wir haben ja etwa 100 Billionen Zellen und das heißt, die Zellen haben eine Größe von einem Mikrometer bis 30 Mikrometer. Ein Millimeter sind 1000 Mikrometer. Und eine Körperzelle hat die Größe von einem Mikrometer bis 30 Mikrometern. Und diese Winzigkeit der Zelle ist hier etwas, was diese Zufuhr an groben Mineralstoffen begrenzt. Und da gibt es keinen Mechanismus im Körper, wie man diese Mineralstoffe dann zerkleinern kann. Bei den Schüsslersalzen sind die durch homöopathische Verdünnung so weit zerkleinert und verfeinert, dass die Zellen sie aufnehmen können und dass für die Zellen diese Schüsslersalze in einer D6 und einer D12 noch richtig große, grobe Brocken sind. Das ist nichts Feinstoffliches. Eine Zelle ist nichts Feinstoffliches, sondern gehört zum Grobstofflichen. Und die Schüsslersalze in ihrer verdünnten Form sind die Bau- und Betriebsstoffe der Zellen. Und für mich erschließt es sich nicht, wie der Körper dann aus den groben Mineralstoffen von Nahrungsergänzungsmitteln für die Zelle gewinnbringend hier großen Nutzen ziehen kann. Das ist vielleicht in geringen Mengen möglich. Aber bei der Winzigkeit unserer Zellen kann man sagen, dass also die Schüsslersalze in einer Verdünnung von D6 und D12 schon richtig große Brocken sind. Und wenn ich dann unpotenzierte Mineralsalze zu mir nehme, dann können wir uns das so vorstellen, wenn dieser Raum hier eine Zelle ist und wir wollen hier diesen
Raum hier zum Beispiel einen Mangel, also einen Riss zum Beispiel im Mauerwerk, wollen wir dann ausbessern oder die Farbe erneuern. Da hilft uns das nicht, wenn uns dann ein riesengroßer Felsbrocken vor die Tür gelegt wird, der vielleicht 10 oder 20 Mal größer ist als die Zelle selber. Und dann sagt, hier hast du genug Baumaterial, mach was da draus. Außerhalb der Zelle gibt es keinen Mechanismus außer Verdünnung mit Wasser oder mit Säuren, dass es da eine Zerkleinerung gibt, aber da gibt es keine schnelle Hilfe möglich, das zu zerkleinern. Das muss mechanisch erfolgen oder das muss dann zum Beispiel in der Natur, wird uns das ja im Quellwasser, da wird uns das in kleinen Mengen, das Mineralstoff geliefert oder die Wurzelsäuren von Pflanzen sind in der Lage, diese aus dem Fels, aus die Mineralstoffe herauszubringen und dann in die zelluläre Struktur der Pflanzen einzubauen, die wir dann, wenn wir sie als Nahrung zu uns nehmen, dann eben in passender Form verwerten können. Deswegen halte ich so grobe, unverdünnte Mineralstoffe als nicht unbedingt erforderlich. Für unsere Vorstellung her ist das fein, ja. Aber wissen Sie, wir haben keinerlei Vorstellung, wie winzig unsere Zellen sind. Die sind winzig klein. Alles, was wir nicht sehen oder fühlen können, können wir uns nicht vorstellen. Man kann diese winzigen Zellen im Mikroskop dann bei einer 400-fachen Vergrößerung dann erkennen. Aber dieses Pulver, wenn so Mineralstoffe pulverisiert sind, die müssen dann praktisch noch mehr zerkleinern. Die werden sie nicht einfach nur so zermahlen, das sind noch grobe Stücke. Das ist das, wie wenn ich dann der Zelle so einen Felsblock hinlege, mach was draus. Und wir müssen uns immer, also wissen Sie, wir haben eine materialistische Denkweise, die etwas realitätsfremd ist, um das mal einfach so zu sagen. Ja. Viele sagen ja auch die Homöopathie, das ist so wie wenn wir einen Tropfen im Bodensee reinwerfen und dann irgendwo im Rhein an der Mündung dann wieder rausholen, das wäre dann eine homöopathische Verdünnung. Das ist ja absoluter Schwachsinn. Das sind dann immer diese Menschen, die also die Homöopathie also niedermachen wollen, als wenn da nichts drin wäre. Die Homöopathie, das sind Verdünnungsverfahren, wo dann diese Wirkstoffe in aufwendigen Verreibungs- oder Verschüttelungsverfahren dann verdünnt werden und trotzdem eine Wirkung enthalten. Und das mit Rheinwasser zu vergleichen, ist schon eine Frechheit. Und das ist eigentlich auch etwas Blödsinniges von Wissenschaftlern, so etwas so zu sagen. Wenn ein Wissenschaftler wirklich etwas wissen will, dann geht er dem auf den Grund. Aber man geht der Homöopathie aus dem Wege, man geht der Biochemie oder den Schüsslersalzen aus dem Wege und wissenschaftlich aus dem Wege und sagt dann, auch wenn man es überhaupt nie überprüft hat, ja, das ist umstritten. Die machen sich's einfach, die Wissenschaftler, die das sagen. Ja, und es gibt aber genügend Wissenschaftler, die sich schon in der Vergangenheit damit beschäftigt haben. Und wir müssen mal von diesem materialistischen Denken etwas wegkommen. Wir haben einfach nur winzige Zellen. Ich habe das zwar schon immer wieder mal in Vorträgen erzählt, ja. Wir haben 100 Billionen Zellen. Was heißt das? Das ist eine Zahl mit 14 Nullen. Und
Einige von Ihnen kennen das ja, aber einige nicht, wie ich sehe, am Kopfschütteln, ja. Und aber ich wiederhole es für die, die es noch nicht kennen, weil die Mutter des Wissens ist die Wiederholung, ja. Und man kann sowas nie oft genug wiederholen, gerade weil wir so im Materialismus verfangen sind, nur das anerkennen wollen, was wir sehen und fühlen können, ja, und vielleicht noch anerkennen, wenn man es im Mikroskop erkennen kann, aber trotzdem die Realität, den Bezug zur Realität verliert, ja. Und also auf die Zahl 100 Billionen zurückzukommen, das ist eine 1 mit 14 Nullen, 100 Billionen. So viele Zellen hat der menschliche Körper. Das heißt, die Schätzungen belaufen sich auf 70 bis 100 Billionen. Aber in diesen Größenordnungen kommt es jetzt auf 10, 20 oder 30 Billionen gar nicht mehr drauf an. Das sehen wir ja, so wie die Politiker, je höher die Schulden sind, desto mehr werfen sie mit Geld um sich, ja, als wenn das überhaupt gar keinen Wert mehr hat. Ja. Und ab einer gewissen Größenordnung verlieren wir den Bezug zur Realität. Das kann man sich im normalen Leben nicht vorstellen, da haben wir alles begrenzt. Ja? Aber diese Zahl 100 Billionen steht nun mal im Raum. So. Und während meiner Ausbildung zum Heilpraktiker wurde ich mit einer Frage mal konfrontiert. Wir sollten ausrechnen zum nächsten Mal, dass wie lange es dauert, bis 100 Billionen Sekunden verstreichen, damit wir mal zu dieser Zahl 100 Billionen mal einen materiellen Bezug bekommen oder einen verstandesmäßigen Bezug bekommen. Was bedeutet es? Ja? Und dann habe ich mich hingesetzt. Wir haben es ja in der Schule gelernt, eine Minute sind 60 Sekunden. Ja? Und dann eine Stunde und so weiter und so fort und 24 Stunden am Tag und dann 365 Tage im Jahr. Diese Sekundensumme habe ich genommen und mit dieser Sekundensumme von einem Jahr habe ich die 100 Billionen geteilt. Und dann habe ich dieses Ergebnis nicht getraut, weil das sind fast 3,2 Millionen Jahre, wie es dann braucht, bis 100 Billionen Sekunden verstreichen. Und bei 3,2 Millionen Jahren habe ich genauso wenig einen Bezug zu den 100 Billionen Sekunden. Ich meine, das ist ein netter Versuch gewesen, um uns zu zeigen, wir können mit unserem Verstand keinen Bezug anknüpfen an das, was das materiell bedeutet, was das für eine Dimension hat, die Zahl 100 Billionen. Also unsere Zellen sind winzig, winzig klein. Und die Mineralstoffe sind die Bau- und Betriebsstoffe der Zelle. Und kommen Sie von diesen materiellen Dingen so, wenn ich dem Körper was gebe, dann muss ich auch ordentlich Menge an Mineralstoffpulver geben. Nein, Schüssler hat gesagt, die Dosis eines Mittels, was verabreicht ist, muss gering sein. Also das heißt, die muss verdünnt sein, also potenziert sein, damit die Zellen es verwerten können, dass es zellgängig ist. Und deswegen brauchen wir auch keine groben Mineralstoffe. Und wir müssen nicht glauben, dass diese Mineralstoffe der Schüsslersalze feinstofflich sind. Weil in einer D6 und D12 sind die materiell nachweisbar, wenn man das unter dem Mikroskop untersucht. Ja? Und alles, was man unter dem Mikroskop untersuchen kann und finden kann, ist grobstofflich, auch wenn es sich unserem Verstand nicht mehr erschließt. Trotzdem können Sie zum Beispiel so pulverisierte Erde, wie zum Beispiel Heilerde oder auch gewisse andere Dinge, kann man auch zu sich nehmen. Das hat dann auch eine Wirkung auf die Verdauungsorgane. Aber wir können diese Mineralstoffe nicht verwerten wie Schüsslersalze, weil sie nicht zellgängig sind.
die haben eine andere Wirkung. Die haben dann eine Auswirkung auf den Säurebasenhaushalt in gewisser Weise. Sie reinigen, haben also andere Putzfunktion oder sonst was, ja.